Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 6 mit mir, Eddie Winkelmann. Und ich habe einen jemanden mitgebracht. Stelle dich noch mal vor. Hallo, ich bin jemand aus Jemandshausen und lebe in einem Haus eines Jemandes. Nein, ich bin der Alphalet's Play und ich gucke heute einfach mal zu, weil ich selber momentan ja nicht aufnehmen kann. Und ja, lache mein Bruder aus, werde die Fäkalwörter in sein Video schmeißen und ich würde nachbringen beim Mega Man Spiel, was ziemlich neu sein kann, glaube ich. Und ja. Hi. Ah ja. Nein! Wie ist das passiert? Lol. Live ist das natürlich alles viel lustiger als nicht live. Ja. Wenn ich mir also lache, dann angucke, muss ich mir nur sagen, oh, wie doof. Und jetzt muss ich lachen. Lol. Weil der Gesichtsausdruck, er müsste wirklich die Webcam ausspielen. Das irgendwann werde ich es streamen. Oh ja, tu das. By the way, ein bisschen Eigenwerbung. Kanalbeschreibung, bla. Ja. Blub. Höchstwahrscheinlich wird da was drin sein. Wie eigentlich immer, wenn jemand dabei ist. Oh ja, ja, da ist einfach nur Zeitverzögerung. Oh ja. Der macht Spaß. Gell? Das ist mein allerbester Freund. Natürlich nehmen wir Minecraft. Super. Oh, ich hab den Tod schon bekommen. Ich nicht. Nein. Da ich dieses Level jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Und es einfach nur annoying ist. Das war cool, oder? Das ist das zweite, was ich hier mache jetzt. Also okay, erstmal habe ich schon geschafft. Ja, das hier wird aufgenommen zu einem Moment. Wo noch kein Video oben ist, eigentlich. Ja, genau das. Deswegen, hast du gut erkannt. Ja, deswegen wusste ich jetzt auch nicht, wo du dran bist, weil ich gucke deine Videos natürlich, weil ich bin ja dein Abonnent und Abonnenten sollten Videos gucken und nicht nur da rumstehen und Abonnent sein, sondern Abonnenten sind vor allen Dingen da, um Videos zu gucken. Und Abonnenten sind nicht dazu da, um schön auszusehen. Nein. Videos gucken. Dafür sind Frauen da. Dafür sind... Männer können auch gut aussehen. Ich meine... Guck mich an. Guck in den Spiegel. Ich wollte gerade sagen, wir beide sind ja wohl mal... Aber egal. Auch ich. Pass auf, sonst bring ich gleich die Karl-Wörter. Ey, ein bisschen Spaß muss sein. Den Dummy-Film fand ich so cool, als ich ihn erstmal gemacht habe. Ja, der hat was. Kannst ja Part 2 sehen, ja? Das hier ist nämlich Part 2. Also, okay. Hallo zu Mega Man 6 Part 2. Wee! Die Dateien sind lustig. Guck mal, was mit dem passiert. Lol. Ich finde diese... Flippe Coin und so. Das da war jetzt auch so ein Fail. Oh, komm schon. Lol. Ja, der ist gegen die Wand, deswegen ist er sofort weg. Ich finde die total toll. Die machen das Spiel wie das Level wieder sehenswert. Das ist mein bester Freund. Oh. Oh Mann! Scheinbar. Wir sind so ein Bullshit. Scheinbar nicht. Ey. Weißt du, was ich mag? Hater. Oh, ich hasse Hater. Deine Videos sind scheiße. Muhahaha. Oh Gott. Ja. Hater sind toll. Hast du auch Hater? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, ich hab noch keinen Daumen runter in deinem Video gesehen. Sei froh drum. Sobald die Hater kommen, wird's lustig. Ich glaub, ich hab auch nicht keinen. Sobald die Hater kommen, wird's lustig. Ja, ab da geht's bergab. Guck dir Kronk an. Als die Hater kamen, hatte er auf einmal 50.000 Abonnenten mehr. Nee, mal ganz im Ernst, die Hater sind echt eine Bereicherung schlechthin. Man kann so viel Spaß mit ihnen haben und das Vloggen. Wuhu! Macht eigentlich einem Let's Player nur noch Stunden, über Stunden. Ja, das Squidward. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Der sieht ja fast aus wie der Endgegner, den ich letztens gebumst hab. Ich hasse ihn. Weil der einfach nur annoying ist. Oh. Das ist ein... Das hier ist natürlich lustig, der kommt vorm Ende. Jetzt kommt, da du Part 2 noch nicht gesehen hast, dass Part 2 zu diesem Zeitpunkt nicht oben ist. Hier ist eine Tür zum Endboss. Ja. Was ist das? Die Tür zum Endboss? Ja, auch! Es gibt zwei Türen! Das ich hab den Sinn nicht ganz verstanden, wieso?
Vielleicht ist um die Tür noch irgendwas anderes, irgendwas Schönes. Nein, ich war ja auf beide Türen. Ach so, gleiche. Ja, da portet sich der blöde Penner. Und paralysiert sich oder irgendwie sowas ähnliches. Oder wie das? Ja. Okay. Und läuft über mich. Ah ja, ich meine. Ist ja nichts Neues, dass du übergangen hast. Okay. Ja, ich hab dich verstanden. Okay. Pflanz. Los, Pflanze! Oh. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich hatte keine Energie mehr. Ich hab das aber bloß nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt. Ich hab gedacht, du stirbst, wenn du volle Energie hast. Ja. Man weiß ja nie, ne? Boah. Ich hab Probleme. Penis. Hey, das war unprofessionell. Nein, unprofessionell. Nein. Ich hab gerade anmachen würde und die durch die Kamera schwenken würde. Das ist ja so unprofessionell. Das sieht mir gar nichts an. Richtig. Und du hast auch richtig nicht mehr. Das war jetzt, wie soll ich nennen? Du hast dein Ziel erreicht. Ich weiß noch nicht, wo wird dein Ziel bestand, aber du hast es auf jeden Fall erreicht, egal was es war. Ich kann mich nämlich gar nicht treffen. Ich versuche immer so ein bisschen hier gleich nach da gucken. Und dann läuft er über mich und das ist Kacke. Du bist ein Arschloch. Hey, man muss sachlich bleiben, ja? Arschloch. Arschloch ist aber nicht besonders sachlich, meine ich. Liebe zu dritt. Ich will dies auch überhört haben. Was? Ich rede nur von drei Menschen, die sich gern haben. Da, nicht umdrehen. Das war jetzt so aus dem Scheiß und gestürzt. Schon wieder. Die von der positiven Seite. Es gibt keine. Doch, es ist nicht die Game Over Musik von Mega Man 3. 2. Nein, ich rede von der von 2. Ich glaube, es war die von 2. Es ist die von 3. Es ist das Intro von 2 und die Game Over Musik von 3. Scheiße, was echt. Me im Awesome. Ich hab's nicht einmal gespielt, aber ich weiß es. Boah. Ja, du hast ja mein Let's Play geguckt, was ich nicht getan habe. Nein, du hast es so aufgenommen. Ja, also ich überspringe normalerweise die Beobachtung. Ich muss dir sie alle antun. Los, schieß dich weg. Irgendwo. Irgendwie töte dich nur. Fischi! Fischer! Ein Weltkugel! Entschuldigung. Point Fuck. Für Anfänger. Nein! Ich hasse es! Darf ich lachen? Nein. Muhahaha. Darfst du nicht, weil Instant Death ist wahrscheinlich das behindertste am Mega Man. Oh komm, wenn du Spieler kriegst und Instant Death werden nicht, dann da passiert der wäre zu tot. Hier ist doch noch angenehm, wenn du nicht weißt. Oh. Es gibt Spiele, wo du nicht mal in Lava stirbst. Lass meine Funflash-Games in Ruhe. Ja, man stirbt nicht, wenn man in Lava fällt. Das ist doch total der Müll. Lava ist normalerweise die Inspirierung von... Inspiration des Instant Deaths, ja. Inspiration, du meinst Inkarnation. Nein, die Inspiration des Instant Deaths. Das war schon richtig. Ah, im Alter stirbst du auch nicht sofort. Aber du hast fast keine Überlebenschancen. Stimmt. Also Instant Death. Hier muss man mit Gefühl dran gehen und guck mal, das ist nur so vollgespielt mit der Scheiße. Ja, ich sag mal so, du hast schlimmer vor von euch gespielt. Du auch nicht. Nein, ich hab's auch nicht vor. Ich würde dir auch nicht raten. Wenn die Kartenbeichler schon Probleme machen, dann hast du mit Silver Surfer echt. Silver Surfer war schon unbedingt mal spielen. Oh Gott. Cool, ist das. Leben! Ja, das sind, wenn man ein Leben bekommt, dann hat man ein Leben mehr. Nein. Jawohl! Oh mein Gott. Jawohl! Ich hätte gerade einen schon bei dem Mega Man Part dabei. Ne? Ich war bei Pokémon schon dabei. Ich hatte mal. Du nicht bei Mega Man 1 dabei mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon mal kurz in Pokémon, kurz in Super Mario World. Aber in Mega Man war ich noch nie. Leute, guckt deine Videos und sagt mir, ob ich schon mal bei Mega Man dabei war.
los. Tut. Jetzt, genau jetzt! Und wer will's wissen? Und der Gewinner gewinnt ein Überraschungspreis. Der Gewinner ein Überraschungsei. Nein, ein Preis. Überraschungspreis. Ich habe aber Ei gesagt. Wie schnell hast du ein Überraschungsei bekommen? Ich kann mir aber kein Überraschungsei leisten. Ja, meine Damen und Herren, der Herr Eifel-LP, der bei mir in Gucken benannt wurde. Oh ja. ELP, Eifel Let's Play. Spiele für Lau. Ja. Und Spaß. Und Spielen für Spaß, ja. Ja. Wir haben keine gemeinsame Sache am Laufen, wir lieben uns auch nicht. Naja, so wird es schon, aber das ist glaube ich natürlich. Was denn? Ich bin doch ein Nix gegen deine homoerotische Beziehung mit Carlos. Wer ist Carlos? Lord Ogonius. Ups, scheiße. Wenn ich das nicht sagen soll, ich weiß nicht mehr. Es kommt ja nur in den ersten 25 Liedes deines Mario-LPs. In jedem. Den? Ja, also erst nachdem des LPs... Den Nick hast du aber nicht mehr überall geändert, oder? Nein, bin ich steppert. Weiß nicht. Töte! Ach stimmt, der Kanal ja erst aufgebaut, als du mit Kitsch am Ende mit Pokémon warst. Die letzten 5 Folgen sind, glaube ich, der neue Leben oder irgendwie sowas. Die letzten 7 oder irgendwie sowas. Ja, für dich gehe ich auch mal gerne oben lang. Ich mag da lieber, wenn du unten bist. Guck dir das mal da mal an, ne? Das ist was ganz Neues. Jet-Mega-Man. Vor allen Dingen ist er so neu und kommt auch in keinem anderen Mega-Man-Teil mehr vor. Du weißt es nicht. Weiß ich nicht. Weil du auch gar kein Let's Play geguckt hast. Ich schon. Ja, scheiße, gell? Ist das schon bitter, dass ich das blind spiele, weil wüsste ich, dass das Ganze nichts bringt. Ja, einfach. Ja, lauf nicht, ich überlaufe mich, ja. Ja, wäre ich halt getroffen, aber dafür hat er mich nicht, Nein! Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, was mehr weh tut. Ha, ich hab ihn trotzdem getroffen. Lol. Ah, ich hab Chancen. Oh ja, obwohl du nicht mit vollem Leben begonnen hast, sieht das gar nicht so schlecht aus. Kill dich, Spassi. Los. Ja! High Five of Death! Freunde, ich fühle mich so toll. Und die neue Animation, die finde ich ja ganz geil. Okay, ich muss es mir angucken. Ist awesome, oder? C-Flash und Beat Team Parts. Ja, Flash ist, das gab es schon in anderen Spielen. Mit der Zeit anhalten, das hatten wir schon in Mega Man und Mega, ne? Da hatten wir das schon. Ich habe auch noch was bekommen, ich glaube, keiner weiß das nicht. Wenn ihr wissen wollt, welches Mega Man gemeint hat, mit dem wohl oder übel seine Videos. Okay. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wie ist da ein T und da sein Leben eingezeichnet? Weil die Liebe. Guck da, der Anfang ist auch ganz lustig. Ah. Das finde ich awesome. Wieso gehe ich hier jetzt rein? Ich bin interessiert in etwas. Oh shit, die habe ich ganz vergessen, die Teile. Die lieben dich. Die wollen ein Kind von mir. Warte. Kann ich die nicht nochmal weg? Ach, ich habe da jetzt Tee bekommen. Da. Oh lalalalalal. Oh, geh weg. Okay. Los! Ich weiß nicht, was ich mache. Nee, das wird wohl nichts bringen, oder? Blume. Nein, ich bin eher dafür, ich gehe weiter. Blumen riechen schön. Oh, der blöde Penner. Hab ich nie gesagt. Oh, weiterklettern. Nein! Weiterklettern! Penner war übrigens, sozialpsychologisch nicht gerecht.
Ja, deswegen wollte ich auch sagen, nicht diese sozial inkorrekte Sprache benutzen. Ich merke, er hat auch eine Frau. Wer? Der Roboter. Ja, da wo er jetzt ist. Was bekomme ich? Einen Haufen Scheiße! Ey, das ist immer noch besser, wie ein Typ, der hinter mir steht. Und sich. Ja gut, wenn der hinter dir steht, fischt er nochmal vor auf. Ich habe einen Affen gekriegt. Ja. Oh no! Ein Affen. Exekutiert? Nein! Affenmann! Affenmann, nein! Affen. Ich habe ihn genau gesehen, ich habe ihn aber nicht getroffen. Nein! Oh, Spike of Death. Nein! Ich hatte keine Chance. Ich frag mich gerade nur, warum du nicht schnell spielst. Aber ich will die ja nicht nochmal machen. Ich kann mich aber auch nicht Game Over. Oh, du kannst wohl. Passt auf, Leute. Das, was ich jetzt mache, ist offensichtliches extra Game Over gehen lasse. Du springst in die Stachel wieder um. Welche Stacheln? Fragezeichen. Wieder oben. Schön, dass du fragst. Genau diese. Ich habe dich gefragt. Ich habe es erkannt. Ah, ich bin gerade in der Arsch. Oh. Best Game. Ich werde es nochmal für die akustische Teilnahme meiner Abonnenten wiederholen. Er hat gerade gesagt, er kriegt Krämpfe in seinen Arsch. Und jetzt bückt er sich. Ich werde den Part aber, nachdem ich Game Over gegangen bin, eh beenden. Oh no. Da ich es in letzter Zeit so handhaben möchte, dass ich entweder nach der Viertelstunde oder nachdem ich einen Robotmaster besiegt habe, einen Schlussstrich ziehe. Und da ich dies getan habe und jetzt einfach nur aus Frack in dieses Level gegangen bin, gehe ich auf State Select und sage tschö tschö, meine Freunde, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Mein Name ist Eddie Winkmann und der ELP der Eifel-Lettstein steht in der Beschreibung, also der Link. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.